Ich will die Chefin werden und peng! Aua! Oh feier, nein! Der Bürgermeister ist leider tragisch bei einem Verkehrsunfall gestorben. Mist, dann muss ich wohl zur neuen Bürgermeisterin werden. Ach, wie schade, dann hab ich jetzt alles zu sagen. Okay, wenn ihr das wollt, mache ich das. Dann bin ich jetzt die Chefin. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bin ich die neue Bürgermeisterin von Brookhaven. Denn der alte Bürgermeister ist leider bei einem tragischen Unfall gestorben. Meine erste Amtshandlung ist, dass ich eine Hamburger-Preisbremse einstelle. Ein Hamburger darf nur noch maximal 1 Euro kosten. Alter, oh mein Gott, es gibt eine Hamburger-Preisbremse von der neuen Bürgermeisterin. Und das ist meine Mama. Schnell nach oben gehen. Ich will den Hamburger. Oh, da sind auch schon andere. Mann. Na, Bock, bist du auch da, um dir einen Hamburger abzuholen? Hey, da muss er mal früher aufstehen. Ich hätte gern einen Hamburger. Ja, junge Dame, komm sofort ihm. Hier ist dein Hamburger, bitteschön. Dankeschön. Mann, was dauert das so lange? Gib mal Gas hier. Wenn du es besser kannst, dann bedient euch jetzt selber, ey. Ganz ehrlich. Oha, ey, wir dürfen da jetzt selber reingehen in die Küche? Na gut. Dann schnapp ich mir mal einen Burger. Lecker schmecker. Hey, Abok, stimmt es eigentlich, dass deine Mama jetzt die Bürgermeisterin ist? Ja, meine Mama ist jetzt die Bürgermeisterin von Brookhaven. Oha, ey, Mann, dann muss ich jetzt hier aufpassen, was ich sag, sonst bekomme ich ja richtig Ärger von deiner Mama. Ja, Paul, da gebe ich dir recht, du musst jetzt aufpassen. Aber wir müssen jetzt auch langsam los, die Schule fängt an, ey, wir haben uns den Burger einfach vor der Schule geholt, ey, wie cool. Naja, wir wollten auch die Ersten sein, denn wann kostet ein Burger mal 1 Euro, das muss man sich doch gönnen. Hey, ich habe jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe, da kannst du gerne beitreten, die heißt Hashtag Team Aberorg bei Söri, hier poste ich exklusiv private Informationen von mir, wie zum Beispiel dieses Bild, welches ich aufgenommen habe, währenddessen ich gerade ein Video für euch erstellt habe. Außerdem poste ich dort Umfragen und andere Dinge, die in meinem Privatleben passieren. Vielleicht gibt es auch mal die ein oder andere Autogrammkartenaktion, sodass du kostenlos Autogrammkarten bekommst. Ich poste dort auch ab und zu Links zu VIP-Servern, sodass du mit mir zusammen spielen kannst und natürlich auch nur die Leute, die dann in der WhatsApp-Gruppe sind. Wenn sich das für dich interessant anhört, geh auf www.aberorg.de oder klick auf den ersten Link im ersten angepinnten Kommentar, dann kommst du direkt zur WhatsApp-Gruppe. Ich freue mich auf dich und jetzt geht das Video weiter. Guten Morgen, Kinder! Guten Morgen, Herr Müller! Also Kinder, heute fangen wir mit Matheunterricht an. Es ist ganz einfach. Halt! Ich bin die Bürgermeisterin von Brookhaven! Und hiermit mag ich kein Mathe, denn jeder bekommt jetzt schulfrei! Wuhu! Außer Paul, der muss nachsitzen. Ey, was soll das? Ey, Mama, dankeschön. Und haha, Paul. Ich geh raus. Das hast du davon. Das ist einfach so cool, dass Mama uns freigegeben hat. Das ist einfach nur heftig. Hä? Habt ihr das auch gesehen? War das ein Bankräuber, der in die Bank gegangen ist? Warte. Oh mein Gott, da ist ein... Der Banker hat die Hände hoch. Oh mein Gott, und der Bankräuber, der geht einfach nach oben. Der geht zum Tresor. Heftig. Okay, warte. Ich muss jetzt irgendwas tun. Ich muss mich hier irgendwie hinstellen. Ich muss aufpassen. Ich warte darauf, dass er wieder rauskommt. Alter. Es kann auch nicht sein, dass jemand die Bank von Brookhaven ausraubt. Ich bin der größte Räuber von Brookhaven. Und Bombe platzieren und boom. So sieht's aus. Ich bin ein Räuber. Und ich schnappe mir jetzt dies, das ganze Geld. Jetzt bin ich reich. Niemand kann mich aufhalten. Let's go. Hey, Junge, geh mir aus dem Weg. Nein, ich geh dir nicht aus dem Weg. Du bist ein Bankräuber und du gehörst in den Knast. Denk dran, meine Mama ist die Bürgermeisterin von Brookhaven. Na, wenn das so ist, dann entführe ich dich und peng! Ah, aua, ah!
Dich habe ich jetzt entführt und jetzt kriege ich richtig Lösegeld. Ey, du Trottel, da musst du früher aufstehen. Lass mal den Jungen frei. Bang! Oh, danke, Mama. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Ach, das ist doch kein Problem, mein Schatz. Und du, Kollege, du musst erst mal überlegen, wie man richtig kriminell ist. Was bist du denn für ein Trottel? Ey, ich erleichtere dich mal hier. Das ist jetzt meine Beute, ganz ehrlich. Die Kohle hast du als Anfänger überhaupt gar nicht verdient. So sieht's aus. Komm, Aborg, lass uns abhauen. Das ist das ganze Bankgeld. Komm mit. Mama, das gehört doch eigentlich in die Bank. Ey, wo rennst du hin? Hehe, so, mein Schatz. Hier sind wir jetzt zu Hause. Alter, Mama, das ist doch heftig. Das ist doch ein Luxushaus. Hast du dich... Und was ist das überhaupt für ein Auto? Hast du dich im Haus geirrt? Ey, denkst du, ich wäre besoffen? Natürlich habe ich mich nicht im Haus geirrt. Aber Mama, wie kannst du dir so ein krasses Haus leisten? Na, ich hab's einfach vom alten Bürgermeister beschlagnahmt. Der war schließlich super reich. Ey, Mama, das kommt mir langsam echt ein bisschen kriminell vor. Bist du sicher, dass du ganz vernünftig zur Bürgermeisterin geworden bist? Jedenfalls schaue ich mir das mal an. Oh mein Gott, das ist unser Haus hier. Junge, die Garage ist größer als unser ganzes altes Haus. Wie heftig ist das denn? Und was ist das hier für ein Raum? Der sieht ja voll cool aus. Wir haben einfach eine Sauna zu Hause. Junge, wenn du eine Sauna zu Hause hast, dann weißt du, dass deine Eltern richtig Kohle haben. Ein Pool. Oh, wie heftig ist das bitte? Tja, Borg, ab jetzt bin ich der Big Boss in Brookhaven. Jetzt hab ich das Sagen. Papa, geh jetzt bitte ins Bett. Es ist schon spät. Okay, Mama. Na gut, dann suche ich mir jetzt erstmal ein Zimmer aus. Vielleicht gehe ich mal hier die Treppe hoch, mal schauen, ob hier ein Zimmer ist. Boah, hier ist erstmal so eine Sitzecke. Hier ist ein Zimmer und da ist ein Zimmer. Ja, dann nehme ich das ohne Hochbett und hier lege ich mich jetzt hin und... Oh mein Gott, ich kann es kaum fassen. Mein Leben hat sich so verändert, seitdem Mama Bürgermeisterin ist. So heftig, ey. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und ein neuer Tag in Brookhaven. Hä? Paul, warum bist du denn schon da? Du bist doch sonst nie als erstes hier. Ja, hallo, weißt du eigentlich, wie heftig deine Mama drauf ist? Sie ist die neue Bürgermeisterin von Brookhaven. Sie hat gesagt, die muss nachsitzen, aber nicht wie lange. Also muss ich die ganze Nacht hier sitzen. Oh mein Gott, Paul. Das hast du nach deinem ganzen Mobbing auch echt mal verdient. Naja, ich setze mich hier jetzt auch hin. Hä, wann kommen denn die anderen? Oh, naja, wenn man vom Teufel spricht, da kommt auch schon Lilly. Guten Morgen, Kinder. Also, nachdem der Unterricht gestern so voreilig endet wurde, möchte ich aber jetzt mal mit dem Matheunterricht anfangen. Also, aber du bist als erstes dran. Was sind 4112 mal 3,79? Was war das für eine Frage? Können Sie das nochmal eben wiederholen, bitte? Aber was sind 4338 mal 3,79? Ich weiß nicht mal, was das für eine Zahl ist. Und du sagst mir hier, was rechnen soll. 2000? Nein. Warte. Ach so, jetzt habe ich's. Danke, Mama. Herr Müller, die Lösung sind 16.441,02. Wow, Aborg, das hast du super gerechnet. Herzlichen Glückwunsch. Yay, das hat Aborg gar nicht gerechnet. Das war seine Mama. Die hat das gerechnet. Das ist voll unfair. Warum bekommt er immer eine Sonderbehandlung, nur weil seine Mama Bürgermeisterin ist, oder was? Ey, ganz ehrlich, Paul, wenn dich das stört, dann versuch doch, was dagegen zu machen. Mann, ey, du weißt ganz genau, dass ich dagegen nichts machen kann. Mann, ey. Puh. Oh mein Gott. Da bin ich den Tod doch echt nochmal von der Schippe gesprungen. Ich dachte wirklich, dass jetzt Ende im Gelände wäre. Aber endlich bin ich wieder gesund. Das war so krass. Diese Frau, die hat mich doch mit Absicht umgefahren. Das war doch voll mit Absicht. Das war überhaupt kein Unfall. Ganz ehrlich. Da muss ich sofort was gegen unternehmen. Herr Müller, darf ich bitte auf Klo? Ich muss Pipi machen.
Nein, aber Ock, du darfst jetzt nicht auf Klo Pipi machen. Wir hatten gerade erst Pause. Herr Müller, Sie wissen schon, dass da hinten meine Mutter steht und sie ist die Bürgermeisterin. Also seien Sie mal nicht so frech zu mir und lassen Sie mich auf Klo gehen. Ich soll nicht frech werden? Freundchen, werd du mal nicht so frech. Mir ist das komplett egal, ob deine Mama die Bürgermeisterin ist. Sie kann auch der Papst sein. Ganz ehrlich, du gehst nicht auf Klo, solange ich hier Lehrer bin, damit das klar ist. Oh, Herr Müller, da waren Sie aber ganz schön gemein zu mir. Also ich möchte, dass Sie sich dafür entschuldigen. Einmal reicht nicht. Ich möchte, dass Sie 10-mal an die Tafel schreiben. Entschuldigung, Aberock. Weil sonst gibt's hier nämlich richtig Stress. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein, nur weil deine Mama Bürgermeisterin ist? Da werde ich mal komplett sauer, da raste ich komplett aus. Du bekommst einen Schulverweis. Na, Herr Müller, was höre ich denn da? Mein Sohn bekommt garantiert keinen Schulverweis. Aber wenn Sie sich jetzt nicht sofort bei meinem Sohn entschuldigen, so wie er sich das wünscht, dann bekommen Sie den Schulverweis. Na gut, okay, dann entschuldige ich mich jetzt an der Tafel. Dann schreibe ich dir jetzt 10-mal ran, Entschuldigung, aber... Junge, Mama, du hast einfach die Macht. Du kannst hier echt alles machen. Halt! Ich bin der Polizeichef von Brookhaven! Halt! Mama von Aberg, hiermit bist du wegen versuchten Mordes an den Bürgermeister verhaftet. Du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet werden. Du kommst jetzt in den Knast. Oh Mann, ey, der Bürgermeister lebt ja noch. Ich hätte ein bisschen schneller fahren müssen. Und Herr Müller, hören Sie auf mit dem Quatsch. Der alte Bürgermeister ist wieder Bürgermeister von Brookhaven. Aber Orks Mama hat gar nichts mehr zu melden. Oh Mann, ey, meine Mama ist keine Bürgermeisterin mehr. Ich glaube, jetzt kriege ich richtig einen Einlauf von Herrn Müller. Aber ehrlich gesagt, habe ich mir das auch verdient. Aber es war auch echt lustig, dass Mama die Bürgermeisterin war. Und wenn ihr das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und schaut doch gerne das Video auf der rechten Seite an. Check außerdem gerne meine WhatsApp-Gruppe ab, in der ich richtig coole Informationen mit euch teile, Sprachnachrichten, Fotos, was ich gerade mache, Abstimmung, coole Autogrammkartenaktion oder Sachen, wo es etwas kostenlos gibt. Also check das gerne aus. Geh auf www.aberorg.de oder klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder auf den angepinnten Kommentar. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao. Ja.